Moin, ich begrüße euch auf meinem Channel. Wir schauen heute mal bei Rogue Genesia rein. Nochmal so ein Rogue Elite Roguelike Game. Ich kann davon ja nicht genug bekommen. Ja, hier werden ja schon einige Dinge angedattelt und ich warte bei den anderen gerade auf die Updates. Und das ist noch relativ neu, Early Access. Ich glaube, 2 Monate ist das alt. Vielleicht, ungefähr. Und ich habe schon mal ein bisschen angefangen zu daddeln. Wir gehen jetzt einfach rein. Man kann nämlich sozusagen das Abspeichern, letzten Durchlauf fortsetzen. Dann seht ihr auch, dann habt ihr immer so eine Karte und dann könnt ihr mal aussuchen, wo ihr hingehen wollt. Ich gehe jetzt natürlich hier längs, weil ich will zur Schatzkiste. Und dann spielt ihr eigentlich immer eine Map und geht immer weiter. Und ich glaube, dann wird danach nochmal ein ganz neues Spielfeld freigeschaltet. Und dann geht es immer weiter und am Ende kämpft man, glaube ich, immer gegen einen Boss. Gucken wir mal rein. Ich habe schon ein paar Upgrades hier. Wir sind wieder mittig. Wir können zielen, wo wir hinschießen. Ich habe schon ein paar Upgrades eingesammelt. Macht aber auch jetzt schon eine Menge Spaß. Wird selbstverständlich auch in Zukunft in meinem Livestream gedaddelt. Da spiele ich ja immer sehr viele verschiedene Spiele. Und mitunter, wenn ich denn einige Spiele sehr abfeiere, dann werden die auch häufiger gegrindet, wie jetzt momentan Darktide. Ja? Das ist von Warhammer 40k. Aber auch so Soulstone Survivors und die anderen Dinger werden auch immer wieder gespielt. Und das werde ich, glaube ich, auch mit aufnehmen. Weil hier gibt es eine Menge, glaube ich, die man freischalten kann. Auch noch extra Challenges. Das wird auch immer geupdatet. Und wer ein Fable für so eine Games hat, ist, glaube ich, hier auch nicht verkehrt. Ich glaube, das Ding kostet, oh Gott, lass mich lügen, 3 Euro, 4 Euro. Und man hat, glaube ich, echt eine Menge Zeit, die man hier rein investieren kann. Und es geht halt später auch ziemlich ab. Nehmen wir mal einen Speer, Level höher. Können wir ja mal ein paar Maps daddeln. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. Und ihr könnt dann sonst auch gerne mal einen Livestream. Oh, müssen wir das? Das wird nicht automatisch eingesammelt, sehe ich gerade. Ah, okay, gut zu wissen. Schadensmultiplikator. Das nehme ich sofort mit. Schupp. Und ich glaube, es gibt keine anderen Charaktere. Guck mal, hier kriegt man jetzt einfach die ganzen Sachen. Seelenhandschuh. Automatisch ist auch von 50% aller Seelensteine am Ende jeder. Ah, okay, das muss man also extra freischalten mit solchen Gegenständen. Witzig. Jetzt gehen wir zu dem Fragezeichen. Zauberstab. Ja, warum nicht? Und dann gehen wir mal auf den Speer. Durchschnittlich verbanne alle kritischen Trefferkarten. Das will ich nicht machen. Genauigkeit, kritischer Schaden. So, oh, guck mal, schießen wir schon ein bisschen mehr rum. Ups. Und es geht auch später, glaube ich, mega ab. Also da kommen nachher so viele Gegner. Und wir sammeln jetzt irgendwie die ganzen Sachen ein. Angriffsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Okay, der hält schon ein bisschen was aus. Ein Mini-Boss. Bin sogar auch ein bisschen Schaden gerade. Nicht so schlimm. Oh Gott, nein! Was ist hier los? Oh nein. Wenn man Level steigt, und wieder volles Leben anscheinend. Man macht mal Sprint. Ah, jetzt habe ich einen Sprint freigeschaltet. Alles klar. Stimmt. Das hat eigentlich ein bisschen gefehlt davor. Gehen wir nochmal weiter. Aber wir gehen dahin, damit wir gleich diesen teuflischen. Ah, okay, ich kann noch mit Steuerung. Oh, perfekt. Man sieht dann immer einen kleinen Button hier, wenn er aufleuchtet, können wir das benutzen. Sehr gut. Machen wir mal das. Wir haben auch schon einige Errungenschaften gerade freigeschaltet. Und wer kommt denn da? Irgendwie ein Golem. Sehr schön. Und noch eine. Oh Gott, der Wahnsinn. Und ich glaube, um Rogue Genesia gibt es auch schon einige Leute, die das abfeiern.
mal verstehen, warum. Also es bockt jetzt schon, auch schon auf den ersten Level. So, was haben wir hier? Nehmen wir den Bogen mal. Dachelschild. Dann nehmen wir das. Zauberstab. Ach, hier müssen wir jetzt nur überleben. Also es gibt dann auch noch verschiedene Parameter. Jetzt haben wir zwei Dashes. Echt cool. Was ist das denn hier für ein... Töten hier. Oh. Und ich mag das Geräusch ja echt, wenn man die Sachen einsammelt. Schild. Sehr schön. Job, Job und Stachelschild. Jetzt gehen wir. Oh, da wollen wir hin. Ne? Das ist eigentlich egal, welchen wir nehmen. Wir nehmen den. Oh, ein großes Skelett. Tötet den Elite. So. Ich bin noch nicht vertraut, was ist der beste Bild, was sind die besten Waffen, welche lohnen sich, da habe ich da noch keine Ahnung von. Das werden wir im Livestream auf jeden Fall zusammen erforschen. Heute werde ich auf jeden Fall nochmal Darktide erstmal im Livestream spielen, aber da in Zukunft wird das auf jeden Fall auch mal durchgegrindet. Ich grinde die Spiele dann auch immer ein paar Stunden dann am Stück durch. Aber wir haben jetzt schon gut Schaden bekommen, vielleicht auch passen. Sag mal, wie liegt die Erfahrung noch von den vorherigen Games da? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber wir kriegen auch mal wieder volles Leben. Sehr gut. Oh Gott, wir müssen hier durch. Oh, die Skelette machen Schaden. Oh Gott, es könnte sein, dass ich jetzt sogar sterbe. Und leider auch nicht so die mega Reichweite. Das heißt, wir treffen den Boss auch die ganze Zeit gar nicht unbedingt. Nee. Ich habe zu viel Leben. Eiserne Haut. Ist gar nicht so easy. Verdammt, Pilze kommen auch immer näher. Machen wir Vergrößerung. So, Pilze sind weg, sehr gut. Geschafft. Den Zauberstab. Wir gehen jetzt echt mehr auf Schaden und Waffen. So. Zack. Ah nein! Limitbrecher-Service. Können wir aber auch gar nicht benutzen. Ach, hier. Bisschen was bizarr. Plus. Gott. Das ist ja voll krass. Das nehmen wir. Hast du gesehen, die ganzen Passive, die wir bekommen haben? Wir können jetzt nur hier hingehen, alles klar. Ich will mal kurz schauen. Gut. Oh, ich bin hier gerade. So, es geht weiter. Gucken wir mal, ob wir es zum Boss schaffen. Das wäre dann ja auf jeden Fall ein guter Abschluss jetzt erstmal. Im Livestream spielen wir dann weiter. Aber da muss man mal aufpassen bei diesen Massen. Immer bei der Vergrößerung haben wir jetzt voll, meines Wissens. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen bekannten Dinger, Vampire Survivors, Soulstone Survivors, Army of Rune, ich gebe immer die Empfehlung raus, wenn ihr die schon durchgedattelt habt, das geht ja manchmal relativ schnell. Ey, dann holt euch das Game auch noch, warum nicht? Dann will man einen Shuriken mit rein. So. Der Skelett
müsste vielleicht tot sein. Dann nehmen wir mal Reichweite. So, ist tot. Und war auch noch ein Wurf. Also, wir nehmen jetzt hier ganz viele Waffen einfach. Schurikenhöher. Schnell die Sachen einsammeln. Gut. Zack, zack. Schuriken. Wir gehen mal auf das Fragezeichen. Kartenauswahl, eiserne Haut, Stil. Wir haben gar nicht genug. Ah, nee, nämlich jetzt gar nichts von. Kommen wir hier hin? Boah, das hat sich gelohnt. Wieder leicht. Schadensmultiplikator. Schadensmultiplikator nochmal. Ja, komm, machen wir das. So. Wir gehen mal zu denen. Uns eben so freundlich angelächelt. Boah, aber guck mal. Seht ihr? Es geht schon ein bisschen ab jetzt hier, wie wir schießen. Tiergröße, Rückstoß. Ey, nehmen wir alles mit. Guck mal, wie viele Massen kommen. Sie haben keine Chance, Mann. Sie sind ein heftiger Ritter. Oh, nein. Lasst mich. Oh Gott, wir kriegen ganz gut Schaden. Verdammt. Hätte ich nicht die drei Skelette nehmen sollen. Übermut tut selten gut. Aber vielleicht. Na. Nehmen wir nochmal Reichweite. Das ist auch nicht verkehrt. Wenn wir wieder Leben bekommen, dass wir relativ schnell wieder verlieren hier. Oh mein Gott, bin. Oh nein, nein! Oh Gott, ich glaube, wir sind weg. Ja, scheiße, verdammt. Ja, Leute. Auf diesem Channel immer alles ungekürzt. Das heißt, auch Niederlagen werden mit aufgenommen. Ach, und wenn man, dann spielt man die Map einfach nochmal. Aber ich denke, das ist auch ein guter Abschluss. Eigentlich ein schlechter, wenn man so möchte. Aber ihr bekommt ein kleines Gefühl für das Game. Gehen wir jetzt einmal hier raus. Wie gesagt, wir können das ja abspeichern. Und dann können wir uns einmal hier Seelen laden. Dann können wir uns für die Währung hier so eine durchgehend passiven Upgrades kaufen. Jetzt auch nochmal Schaden. Warte mal. Achso, mal gedrückt halten. Haben wir jetzt von 4 von 5. Jupp. Dann Errungenschaften. Haben wir hier schon mal einiges. Ja, also echt massig. Aber es gibt eben auch sehr viele Statistiken, allgemeine Statistiken. Okay. Hier Grafik habe ich alles auf hoch eingestellt eigentlich. Aussinken nicht. Steuerung zeige ich auch noch einmal ganz kurz. Ja. Und das ist jetzt erstmal Rogue Genesia. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut mir im Livestream am besten zu. Gut, und das war's erstmal. Macht es gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.